das ist das, was ich in den Monaten gelernt habe. Menschen fühlen sich nicht ausreichend respektiert für ihre enorme Lebensleistung, die sie bringen. In unserem Land kann ab heute jeder rechtlich absolut abgesichert. Das ist der Erfolg für uns Sozialdemokraten. Leben und lieben und erziehen, wie man will. Und das ist der große Fortschritt am heutigen Tag. Mehr Gerechtigkeit. Da, wo es Gerechtigkeitsdefizite gibt, und die gibt es in unserem Land, muss man versuchen, die Balance wiederherzustellen. Wenn ein Unternehmensführer, der Volkswagen, durch seine Fehlentscheidungen fast an die Wand fährt, 17 Millionen Euro an Bonuszahlungen kriegt, und du hast auf der anderen Seite eine Verkäuferin, die lässt einen Machtsriegel mitgehen und wird dafür fristlos entlassen, das ist keine Gerechtigkeit. Das empfinden die Menschen auch als ungerecht. Weil es zeigt, dass nicht nur die Einkommensschere groß ist, sondern auch der Respekt und die Möglichkeiten, die du hast, wenn du zu bestimmten Gesellschaftsschichten gehörst. Eine alleinerziehende Mutter, die Kita-Gebühren bezahlen muss, die geht arbeiten, damit sie die Kita für ihr Kind bezahlen kann. Das muss aber umgekehrt sein. Die Kita muss da sein, damit die Frau arbeiten gehen kann, um für sich und ihr Kind zu sorgen. Das ist keine Gerechtigkeit. Wenn du junge Leute hast, die von einem Zeitarbeitsvertrag zum nächsten hecheln, müssen, wenn die gleichzeitig mit einem knappen Einkommen auskommen müssen und du hast darüber hinaus die Entwicklung, vor allen Dingen in den großen Städten, dass die Mieten nicht mehr bezahlen können, selbst wenn sie zwei Einkommen haben. Wie sollen die Leute Kinder in die Welt setzen? Wie sollen die den Mut zu einer Familiengründung haben? Die Frage wird ja uns immer und immer wieder gestellt. Wie wollt ihr das finanzieren? Die Schulen, die Unis, die Altenheime, die Kitas, die Infrastruktur für den Breitbandausbau. Von den gleichen Leuten, die aber keine Hemmung haben, zu sagen, wir müssen in jedem Jahr 20 bis 30 Milliarden mehr in die Rüstung stecken. Dafür ist dann das Geld vorhanden. Das Geld ist vorhanden. Das ist eine Frage der Prioritäten, wofür man es ausgibt. Ich will es in Schulen investieren und nicht in den Ausbau von Raketen und Panzern und der Aufrüstung der Bundeswehr. Wofür gebe ich eigentlich bei den Militärausgaben das Geld aus? In der konventionellen Rüstung oder müssen wir nicht viel mehr Geld in die Cyberabwehr stecken? Wir müssen nuklear abrüsten. Die sind ja ein bisschen betrachtet worden nach dem Motto, die führen immer noch die Debatten der 70er Jahre und der 80er Jahre. Kein Mensch hat das ernst genommen. Schauen wir mal nach Korea. Schauen wir mal in den Iran. Wir haben im Iran die nukleare Aufrüstung des Iran verhindert, in zähen diplomatischen Prozessen. Einer der größten diplomatischen Erfolge der EU. Die iranische Aufrüstung zu verhindern. Wir müssen ein ähnliches Konzept entwickeln, um die koreanische Nuklearrüstung zu begrenzen. Ich bin ganz, ganz wild entschlossen, als Bundeskanzler Initiativen zur Rüstungsbegrenzung, zur nuklearen Abrüstung zu ergreifen. Auch auf deutschem Territorium liegen Atomwaffen, die zurzeit übrigens modernisiert werden sollen. Ich bin dafür, dass sie abgezogen werden. Also wir haben da eine Menge zu tun und die derzeitige Bundeskanzlerin, Frau Merkel, will die Aufrüstung. Sie hat sich dazu bekannt und jetzt müssen die Deutschen auch entscheiden, ob sie einen Bundestag wollen, der diese Aufrüstung beschließt oder der Abrüstungsinitiativen, wie ich sie ergreifen will, unterstützt. Der Willi war ein Jahrhundertgestalt, ein Jahrhundertpolitiker. Der hatte ein Charisma, der Mann, das uns alle angezogen hat. Da war ich knapp 14 Jahre alt, habe ich die Regierungserklärung von Willy Brandt 1969 gesehen. Und zwar habe ich sie mir deshalb angeschaut, die wurde damals übertragen. Da wurden die Bundestagsdebatten noch übertragen, im deutschen Fernsehen vollständig. Es waren große Ereignisse, wenn so eine Bundestagsdebatte lief. Und es ist ja in der Erinnerung der Satz geblieben, wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, nach innen und nach außen. Das ist für mich ein programmatischer Satz. Das Volk der guten Nachbarn ist übrigens das Volk der Menschen, die sich gegenseitig respektieren. In so einer Zeit wird der Willy Brandt den Europäern allen sagen, besinnt euch darauf, dass es keine Region der Erde gibt, in der es mehr Demokratien gibt als hier. Eine Demokratiengemeinschaft sind wir, die das politische Handeln auf der Garantie der individuellen Menschenrechte aufbaut. Das gibt's nur hier. In dieser Form gibt es das nur in Europa. Wenn ihr auf der Höhe der Zeit sein wollt, dann müsst ihr, wenn ihr die Entwicklung der Welt seht, die Demokratie stärken. Die Demokratie kommt nicht wie der Strom aus der Steckdose. Die muss erkämpft werden, die muss erstritten werden. Und wenn man sie hat, muss sie verteidigt werden. Wir gemeinsam müssen Europa als Demokratiegemeinschaft, die die Wirtschaftskraft nutzt, um die Demokratie zu verteidigen, gestalten.
Es gab diesen Satz von der marktkonformen Demokratie, den Frau Merkel benutzt hat. Wir müssen nicht eine marktkonforme Demokratie in Europa schaffen, sondern eine Demokratiengemeinschaft, die den Markt formt. Deshalb wäre meine erste Initiative, als deutscher Kanzler zu signalisieren, Deutschland ist bereit, Europa zu stärken. Wir sind die Vereinigten Demokratien von Europa. Wir sind nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Es geht gar nicht so sehr im Moment darum, was wir für eine Verfassungsform haben, sondern es geht darum, dass die Demokratien sich darüber im Klaren sind, dass sie von innen und von außen bedroht werden. Wir haben in Europa, in der EU, Regierungen in Budapest und in Warschau sitzen, die rechtsstaatliche Prinzipien in Frage stellen. Das heißt, wir haben im Inneren Probleme zu lösen. Großbritannien tritt aus der EU aus. Wenn bei der Verhandlung am Ende herauskommt, dass eine Mitgliedschaft besser wäre für die Briten, als zu gehen, dann wird es vielleicht im britischen Volk eine Initiative geben, es nochmal zu überdenken. Das muss aber aus der Mitte des britischen Volkes kommen. Ich darf jetzt ankündigen, den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, unseren Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Wir waren in dieser Wahlperiode in der Großen Koalition der Juniorpartner. Ich finde, das ist jetzt genug. Wir haben in dieser Koalition dafür gesorgt, dass sie funktioniert. Die SPD ist der Motor dieser Großen Koalition gewesen. Wir führten den Mindestlohn ein, die anderen haben um die Maut gekämpft. Die Bürgerinnen und Bürger werden am Ende entscheiden, was für unser Land und die Zukunft unseres Landes besser ist. Was wir zurzeit in der Automobilindustrie erleben, ist, dass der Kern unserer Industrie bedroht wird. Wenn wir nicht investieren in neue Technologien, wenn wir nicht forschen, nicht entwickeln, wird uns die Konkurrenz in anderen Teilen dieser Erde abhängen. USA, China. Wenn aber die deutsche Automobilindustrie wackelt, das ist für unser Land gefährlich. Deshalb, ich will, dass wir auch in Zukunft noch ein Automobilstandort sein, der moderne, saubere Automobile, hochmodern, sichere, selbstfahrende Automobile exportiert. Ich glaube, dass wir in die Umwelttechnologie investieren müssen. Deutschland hat ja mit der Energiewende ein Projekt angefangen, dass wir als drittgrößte, viertgrößte Industrienation der Welt mit wachsendem Energiebedarf, den wir immer noch haben, gleichzeitig es schaffen, aus der Atom- und aus der kohlebasierten Energie auszusteigen und durch Energieeffizienz, Einsparung und erneuerbare Energien trotzdem den wachsenden Energiebedarf decken können. Wenn wir das schaffen, dann können wir den Beweis antreten, dass man ein Industrieland sein kann und trotzdem auf Atomstrom und Kohlestrom verzichten kann. Damit würde Deutschland ein Modell in der ganzen Welt. Es würde bei uns Arbeitsplätze sichern, es würde Arbeitsplätze woanders schaffen, das Klima deutlich verbessern. Dazu brauchst du gut qualifizierte Facharbeiterinnen und Facharbeiter, also in die Berufsausbildung, in die duale Berufsausbildung, in unsere Berufsschulen Geld zu stecken. Das ist ein Zukunftsprojekt. Und da hinken wir anderen Ländern, auch in Europa, hinterher. Deshalb Investitionen in diesen Bereich Schule, Bildung, Forschung. Und diese Philosophie, die wird zurzeit im Bundeskanzleramt verwaltet. Es geht uns doch gut. Das ist doch diese Haltung, die wir über Jahrzehnte in Europa haben. Da brauchen wir nichts zu tun, das läuft schon. Wir haben ja eine Automobilindustrie. Diese Garagenfreaks, die da an ihren Maschinen herumgebastelt haben, die wurden belächelt. Und die haben einen ganzen Kontinent abgehängt. Die selbst, das ist interessant, sind allerdings in einer Situation, wenn die Internetplattformen, die zurzeit in China aufgebaut werden, so richtig groß werden, dann werden die Silicon Valley-Unternehmen eher klein werden. Und deshalb müssen die Europäer sich genau überlegen, ob sie sich diese Kleinstaaterei noch leisten wollen, die wir uns heute, oder ob wir unsere Wirtschaftskraft, unsere Forschungskraft, unsere Entwicklungskapazitäten nicht endlich bündeln wollen als Europäer. Ein Ergebnis ist, dass von ganz vielen Start-ups, die große Ideen hatten, was ist mit denen passiert? Weil sie in Europa nicht investieren konnten, haben amerikanische Internetkonzerne, haben Silicon Valley-Unternehmen sie aufgekauft und sich damit auch den Ideenreichtum gekauft. Da muss Europa einfach besser werden, auch Deutschland. Also was in den letzten Tagen da abgelaufen ist, die hat vor ein paar Monaten gefordert, 1 Million Elektroautos. Dann haben hier die Experten gesagt, ja, so schnell kriegen wir das aber nicht. Einkassiert, nie wieder drüber geredet. Jetzt habe ich eine Quote für Elektroautos gefordert. Da sagt sie, das ist aber nicht durchdacht. Okay. Gleichzeitig am Tag danach sagt sie, Dieselverbot. Irgendwann muss der Diesel von der Straße runter. Also keine Elektroautos, ist nicht durchdacht. Diesel von der Straße runter. Ja,
wie soll man jetzt fahren? Und was ist mit der Umrüstung der Diesel? Wer bezahlt das eigentlich? Wer bezahlt die Softwareumrüstung? Und was ist mit der Euro 3 und Euro 4 Norm, die von der Straße müssen? Werden dann nur die dicken Limousinen von der Straße geholt oder auch die kleinen? Dazu sagt diese Frau nichts. Ich habe ein Mandat von 100% der Delegierten bekommen. 100% haben mich gewählt, 100% haben dem Programm zugestimmt. Dieses Programm durchzusetzen. Und dazu habe ich ein Ziel, stärkste Partei zu werden. Und darauf konzentriere ich mich. Hallo. Hi. Hallo. Guten Tag. Hallo. Grüß dich, hallo. Spannende Menschen bereichern unser Leben. Die Sicht dieser jungen Leute auf die Welt, in der wir leben, ist eine andere als meine. Logisch. Was ist Ihre Meinung zu der jetzigen Situation in der USA? Und würden Sie irgendwas in der Beziehung zwischen Deutschland und der USA ändern? Ich glaube, ich muss nichts ändern. Es hat sich schon etwas geändert. Mit einem Präsidenten Donald Trump ändert sich die Beziehung. Was ich erlebt habe, ist bei denen eine Offenheit für meine Sicht. Die wollten das auch wissen. Haben gesagt, wie ist denn die Erfahrung? Wie siehst du das denn? Es war ein sehr spannender Austausch. Und das Dritte war, dass ich ehrlich gesagt stolz darauf war, dass die den Eindruck hatten, er meint das wirklich, was er sagt. Die haben die Haltung, wir lassen uns unsere Zukunft nicht von Leuten nehmen, die sich in ihrer Selbstgefälligkeit ausruhen wollen. Wenn wir nicht heute investieren, dann ist unsere Zukunft gefährdet, nicht deren. Und das macht mir Mut. Wir haben 22.700 neue Mitglieder seit Februar. Und der Zustrom hält an. Sollte man den Ton gegenüber Herrn Erdogan jetzt weiter verschärfen? Erdogan versucht, die Spaltung in der Bundesrepublik Deutschland, das Aufheizen der Atmosphäre bei uns herbeizuführen und von seinen Problemen im Lande abzulenken. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss. Ich bin der langsamste SMS-Schreiber, den es überhaupt gibt. Gute Stimmung. Über 50% der Menschen sind nicht entschieden, was sie wählen wollen und halten die Wahl für offen. Der Wahlkampf kann alles drehen. Und jetzt ist über wochenlang versucht worden, der SPD-Wählerschaft zu erzählen, das Ding ist gelaufen, der hat keine Chance, die SPD, die Merkel, wir gewinnen sowieso. Und normalerweise setzt dann in so einer Partei einen Prozess ein, wo alle in alle Richtungen laufen. Und nix. Wir hatten am Montag in der Präsidiumssitzung so eine Geschlossenheit, eine Kampfbereitschaft. Machen wir mal jetzt. So, also am besten gehen wir die Rede durch. Die ist sozusagen in-house-mäßig schon ziemlich... Ich bin Multitask. Ich höre zu, ich schreibe in der Zwischenzeit eine SMS, aber ich höre aufmerksam zu. Okay. Also die ist innerhalb des Hauses schon von... Zerschreddert. Den meisten schon gesehen worden. Ja. Also ich denke mal, solide ist der Entwurf. Ja. Jetzt geht es darum, ihn von solide zu überragend zu machen. Ne? Oh. Das ist eine wichtige Rede. Da geht es um den Wahlkampfauftakt. Wir gehen jetzt auf eine Strecke von, ich glaube, über 50 oder 60, weiß gar nicht, wie viele Termine ich da mache. Und der Auftakt ist natürlich wichtig, weil er setzt den Ton und er setzt die Stimmung. Deshalb ist das eine sehr wichtige Rede da in Bremen. Diese Rede muss eine komprimierte Botschaft sein, die sich zusammensetzt aus den Kernbotschaften unseres Wahlprogramms. Gerechtigkeit, Zukunft, Europa. Wer endlich ein Lohngleichheitsgesetz will, um Gerechtigkeit herzustellen, wählt uns. Wer will, dass die Großkonzerne weiterhin sich an der Steuer vorbeidrücken und die Hauptlast der Steuerfinanzierung die hart arbeitenden Menschen in diesem Lande zahlen müssen, der wählt die CDU und die FDP. Wer aber will, dass derjenige, der hart für sein Geld arbeiten muss, nicht schlechter gestellt ist als der, der sein Geld für sich arbeiten lassen kann, der wählt die SPD. Wir haben eine lange Liste von Ungerechtigkeiten in diesem Land. Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit. So, und dann macht man das bei der Zukunft genauso. Wer in der Zukunft noch so sicher leben will wie heute, der muss heute investieren. Ich will nicht, dass es der deutschen Automobilindustrie geht wie Nokia. Die glaubten auch, ihr Handy sei unschlagbar, bis das iPhone kam. Und dann waren sie weg vom Markt. Und die Manager, diese hochbezahlten Typen, die wegen des kurzfristigen Gewinns und des Börsenwertes ihrer Unternehmen die Zukunft verpennt haben, die werden heute abgehängt von Chinesen und Amerikanern. Wenn wir nicht in Forschung und Entwicklung investieren, dann werden wir weiter abgehängt. Wenn wir nicht in die Elektromobilität investieren, werden wir abgehängt.
wenn wir nicht begreifen, dass der Diesel eine Übergangstechnologie ist, in die wir auch investieren müssen, wenn wir abgeben. Forschung, Entwicklung, Qualifizierung, zack, machst du 5, 6 Beispiele. Es ist Zeit, dass wir dafür sorgen, dass unser Land morgen noch so gut dasteht wie heute. Deutschland, meine Damen und Herren, kann mehr. Wir wollen mehr. Wir leisten mehr, wenn wir dieses Land führen. Es geht am Ende nur um eins. Es geht nicht um die Frage, wer der Bundeskanzler, sondern es geht um die Frage, wohin führen wir Deutschland. Ich habe Ihnen unsere, ich habe Ihnen meine Vorstellungen genannt. Ich trete an, und das ist meine tiefe Überzeugung, für mehr Gerechtigkeit in diesem Land, für eine gute Zukunft, für die nächste Generation, für ein starkes Europa, für mehr Gerechtigkeit. Danke, Herr Mehr. Ich weiß, ich habe zu lange geredet.